Willkommen bei Backleben. Heute machen wir Rennsemmel. Schnelle, leckere Frühstücksbrötchen. Für unsere Rennsemmel brauchen wir Weizenmehl und einen kleinen Anteil Dinkelmehl. Wir brauchen Salz, Zucker, Joghurt, Hefe, flüssig oder weiche Butter, Wasser und Apfelessig. Die Teigzubereitung für unsere Rennsemmel ist relativ einfach. Ich nehme erstmal das Salz und mische es ein bisschen ins Mehl ein. Dann kommt Wasser in den Kessel. Der Joghurt kommt in den Kessel. So. Möglichst alles. Ich gebe den Zucker dazu, dann meine Hefe, die brösel ich ein bisschen ein, mische das Ganze ein klein wenig, einfach nur so ein bisschen anmischen. Das ist immer ganz gut, verteilt sich schön hinterher. Dann kommt mein Mehl in den Kessel hinein, auf mein Mehl die flüssige Butter. Nicht umgekehrt, es ist nicht so gut für die Hefe, wenn die Butter auf der Hefe kommt. Das macht sie nicht kaputt, aber es macht ihr das Leben einfach schwieriger. Und zum Schluss den Apfelessig. Und da ist es ganz wichtig, den zum Schluss zu nehmen, denn der darf mit der Hefe nicht direkt in Berührung kommen. Dann ist sie sofort kaputt. Das Ganze nehme ich jetzt, gebe es in meine Knetmaschine für ungefähr 5 Minuten auf der mittleren Stufe und dann machen wir einen schönen homogenen Teig davon. So, der Teig hat jetzt 5 Minuten in der Maschine verbracht. Wie ihr seht, ich kann den hier von dem Knetarm lösen, ohne dass ich großartig Mehl brauche. Das ist immer ein Zeichen dafür, und wer jetzt hört, geht auch meine Uhr, immer ein Zeichen dafür, dass er genau passend ist. So, der Teig hier ist jetzt, ich würde sagen, seidig, so fasst er sich an. Der bleibt jetzt eine Viertelstunde hier liegen auf dem Tisch, mit dem Mehl drunter, dass er nicht anklebt. Ich nehme meinen Kessel, setze ihn drüber, damit er nicht austrocknet. Viertelstunde Teigruhe und dann arbeiten wir den relativ zügig auf zu unseren Rennsemmeln. Der Teig für die Rennsemmel hat jetzt eine Viertelstunde Teigruhe gehabt. Hier unter meinem Kessel, hier in unserem Raum, da ist es schön warm, so wie es sein soll. Man kann sehen, er ist gut gekommen. Wenn ich hier auch mal die Druckprobe mache, könnt ihr sehen, bleibt schön drin. So soll er auch sein. Ich mache jetzt denkbar Einfaches damit. Ich ziehe und falte den jetzt ein bisschen. Gar nicht groß. Denn der Gag bei diesen Brötchen ist natürlich der, dass ich nicht unendlich viel Arbeit reinstecken muss und auch eigentlich gar nicht unendlich viel Zeit damit verbringen sollte. Denn es sollen ja Frühstücksbrötchen werden, die in einer guten Zeit auf dem Tisch stehen. Ich mache jetzt hier 8 Brötchen davon. 8 Brötchen, bei der Menge Teig hat jedes Brötchen so um die 100 Gramm. Das gibt eine schöne Größe. Relativ einfach, einmal, zweimal, dreimal. So, und hier kann ich schon einteilen. Das ist mein erstes. 3, 4. So, jetzt habe ich hier schon 8 Teigstücke liegen. Habe mein Blech mit meinem Backpapier. Und die Teigstücke, die forme ich jetzt nur noch zu einem länglichen Brötchenstück. Ich mache sie nicht auf. Ich mache es bewusst so jetzt. Denn ich kann auch so meine Brötchen machen, die dann hinterher richtig schön ausschauen, die lecker sind sowieso, das liegt an der Teigmischung, und die eine schöne Konsistenz haben und rösch sind, wenn ich sie aus dem Ofen hole. Einfach, wie gesagt, nehmen, ein bisschen formen, so wie ich es jetzt hier gerade mache, und auf die Schnittkanten legen. Man kann natürlich auch noch Varianten machen. Man kann die noch in Körner tauchen und was nicht alles. Habe ich in unserer Videobeschreibung, habe ich in die Videobeschreibung reingeschrieben. Man kann es lang machen. Und ich will mal eins, nur mal zum Zeigen, kurz rund machen.
Da mache ich den Schluss nicht ganz zu, tauche es in Mehl und lege es auch mit drauf. So, so schaut das Ganze jetzt aus. Das ist schon meine ganze Arbeit, diese Brötchen aufzumachen. Das war jetzt nicht mal eine Minute. Die stelle ich jetzt an einen warmen Ort, decke sie ab für 15 Minuten, Stück Ruhe. Die Rennsemmel waren jetzt 15 Minuten an einem warmen Ort, abgedeckt mit einem Tuch und Folie zur Stückruhe. Nehmen wir jetzt runter. Und auch hier können wir die Druckprobe machen und man kann sehr schön sehen, die sind schon richtig gut gekommen. Die kommen jetzt in den Ofen. Bevor das passiert, mache ich jetzt einen kleinen Schnitt mit einem scharfen Messer, einmal der Längsachse nach. Halben bis dreiviertel Zentimeter oder Zentimeter tief, das kann jeder machen, wie er will. Die kommen in den Ofen. Den Ofen habe ich eingestellt auf 240 Grad vorgeheizt. Wenn ich die jetzt reinschiebe, dann kommt Wasser dazu, sodass Dampf entsteht. Und ich reguliere die Temperatur runter auf 190 Grad. Und da lasse ich sie auch und backe diese Brötchen mit einer Zeit von 22, 23 Minuten aus. Das liegt immer etwas individuell an dem Ofen, den ihr verwendet. Und dann haben wir gleich schöne frische Brötchen. Und wenn man die Zeit mal zusammenzieht, die das Ganze jetzt gedauert hat, dann ist das hier so gut eine Stunde. Und ihr habt wirklich vom Teig bis zum fertigen Brötchen die Zeit damit verbracht und braucht auch nicht mehr. Eine sehr schnelle, sehr leckere Variante, um wirklich schöne, gute Brötchen am Frühstückstisch zu haben. Also, die Kameraden gehen jetzt schön ins Warme. So, die Rennsemmel sind jetzt aus dem Ofen. Die haben jetzt 23 Minuten im Ofen verbracht. Sie sind schön durch. Sie sehen toll aus. Der ganze Gag an dieser Geschichte ist der, dass der Teig es hergibt, schnell und zielgerichtet gemacht zu werden. Und dadurch, dass ihr eigentlich nur noch die Teile abschneidet, hinlegt, ein bisschen drapiert, wie ihr sie haben wollt, spart ihr euch sehr viel Zeit mit dem sogenannten Aufmachen. Das ist ein schönes Rezept, wenn man wirklich mal ganz schnell schöne frische Brötchen haben möchte. Und ich kann euch garantieren, sie sind echt super lecker und sehen ja auch ganz schön manierlich aus. Wie immer findet ihr das Rezept dazu in unserer Videobeschreibung. Schickt mir eure Anregungen, Kommentare. Ich beantworte alles, wenn ich kann, sehr zeitnah. Ja, und ich hoffe, ihr habt so viel Spaß beim Nachbacken wie ich. Sie schmecken euch so gut, wie sie mir schmecken. Und ich freue mich auf euch in 14 Tagen wieder bei Backleben.